Hallo Freunde und willkommen zu unserem kleinen Bonus zu Wolfenstein: The Old Blood. Wir spielen die Albtraum-Level. In diesem speziellen Fall habe ich mich mal entschieden, euch zu zeigen, wo dieses Albtraum-Level zu finden ist. Das ist nämlich ein kleines bisschen tricky, beziehungsweise schnell zu übersehen. Ihr müsst ziemlich weit am Ende des Levels hier, nachdem ihr eine Luke geöffnet habt mit eurem Rohr. Das hört sich gerade so falsch an, ich weiß. Müsst ihr hier über diese Brüstung springen, auf diese zwei Fässer. Na, das ist sowieso der vorgeschriebene Weg. Und dann ist hier an der Seite dieses Bett. Und in diesem Bett starten wir jetzt den Albtraum. So, das sind wir dann auch schon im nächsten Albtraum. Und wir sammeln erstmal ein kleines bisschen ein, dass wir ein bisschen vorbereitet sind. So, wir starten ganz oben auf der linken Seite. Wie ihr seht, ich habe inzwischen auch meine Rüstung komplett aufgebessert. Aber auch schon die Rüstungsverbesserung, sodass wir jetzt 125% Rüstung haben können. Ich laufe hier einmal außen rum, dass ich einmal den Rand dieses Raumes überall habe. Und halt dann auch sehen kann, wo die Türen sind auf der Map. So, und die Mitte, ja mein Gott, ist halt die Mitte, ne? Die goldene. Wir gehen mal erstmal da durch. Weil irgendwo müssen wir ja anfangen, ne? Freunde, Freunde, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie gerne ich das klassische Wolfenstein 3D einfach mal let's playen würde. Aber das Ganze ist leider in Deutschland nach wie vor indiziert. Einzige Möglichkeit, die ich sehe, wäre, wenn ich das Let's Play dann machen würde. Das Ganze für Deutschland zu sperren. Sprich, ich mache das Let's Play. Aber sperre das Ganze für Deutschland, also gibt es nicht für Deutschland frei. Dann wäre das nicht so problematisch. Aber das ist irgendwie auch doof. Ne, ich finde es zumindest doof. So, ne, wir gehen erstmal da durch. Ich bin echt am Überlegen, ob ich das so mache, aber mein gut, man kann ja über entsprechende Proxys dann das Let's Play auch von Deutschland aus gucken. Aber ich muss natürlich auch ein bisschen berücksichtigen, dass nicht jeder die Kenntnis hat, wie man das macht. Und deswegen ist es natürlich auch ein bisschen doof. Und da jetzt zusätzlich irgendwo eine Beschreibung posten oder so, weiß ich, ein Ankündigungsvideo machen, war eine Idee. Und in diesem Ankündigungsvideo eben sagen, guckt mal in die Beschreibung des Videos, da steht, wie ihr so ein Proxy nutzt. Ja, ist eine Idee gewesen, aber ich weiß nicht, inwieweit das rechtlich dann klar geht. Wenn ich einerseits das Ganze für Deutschland sperre, aber andererseits eine Möglichkeit anbiete oder eine Möglichkeit aufzeige, wie man es in Deutschland gucken kann. Wenn da jemand rechtlich ein bisschen bewanderter ist als ich, dann darf er mir das gerne mal in die Kommentare schreiben, damit ich dann auch weiß, ob ich das so machen könnte, rein theoretisch. Oder ob das irgendwie rechtlich so ein zweischneidiges Schwert ist.
womit man sich auch mal schnell in die Flossen schneiden kann. Ne, möge er das mir doch bitte gerne mal in der Beschreibung, Quatsch, in den Kommentaren darlegen, wie dort rechtlich das Ganze sich strickt. So, wir laufen hier einmal den Flur hoch, drehen uns um und laufen ihn einmal wieder runter. So, und wenn wir schon dabei sind, hier von rechtlichen Sachen zu sprechen, können wir ja auch mal ein bisschen drüber diskutieren. Wie seht ihr das denn mit der Sache der Indizierung? Macht es für euch Sinn? Ist es für euch Unsinn? Was haltet ihr generell davon, dass Spiele indiziert werden und nicht einfach entsprechend markiert werden? Und jeder dann selbst entscheiden kann, so wie es halt bei 18er Titeln ist oder so weiter. Oder würdet ihr vielleicht, das ist zum Beispiel eine Sache, über die ich mal so ein bisschen nachgedacht habe, vielleicht sogar sagen, man könnte für solche Spiele dann vielleicht sogar eine zusätzliche Altersstufe einführen, dass man einfach sagt, okay, wir haben jetzt nicht nur Sachen, die ab 18 freigegeben sind, sondern es gibt eine, nennen wir mal Sonderstufe, die erst eine Freigabe ab 21 hat. Das ist zum Beispiel mal so ein Gedanke, der mir gekommen ist. Das eine oder andere ist ja in den USA zum Beispiel so. Dort ist man erst oder gilt man erst wirklich als erwachsen, wenn man 21 ist. Das würde zumindest in dem Bereich auch aus meiner Sicht hier in Deutschland wirklich Sinn machen, das Ganze so zu stricken oder das Ganze so anzulegen. Dann könnte man zum Beispiel sagen, okay, das ist ein Spiel, das ist ja ein wenig zu viel, aber sobald du 21 bist, wird davon ausgegangen, dass du reif genug bist, mit dem, was man dort zeigt, klarzukommen, ohne davon psychischen Schaden oder sonst irgendwas davon zu tragen. Also darfst du es dir dann auch holen. Ja, also so würde ich es machen. Das wäre so meine bevorzugte Idee. Ich meine, mir wäre es sowieso egal. Ich bin über 21, also von daher Arschlecken. Ich könnte es mir eh holen. Ich meine, holen kann man sich's ja, ne? Nur weil ein Spiel indiziert ist, heißt das ja nicht, dass es nicht mehr in privatem Besitz sein darf. Selbst wenn ein Spiel beschlagnahmt wird, darf es noch in privatem Besitz verbleiben. Es darf halt lediglich nicht mehr offiziell beworben oder vertrieben werden. Das ist ja so das einzig eigentliche bei einer Indizierung. Ja, wie gesagt, wie seht ihr es? Was haltet ihr von dem Vorschlag ab 21? Würdet ihr das begrüßen? Wäre das für euch in Ordnung, wenn man das so macht? Oder haltet ihr das für sinnfrei oder für sinnlos, das auf diesem Weg zu versuchen? Tobt euch doch mal in den Kommentaren so ein bisschen aus. Warum Spiele wie Wolfenstein 3D, ich sag mal, ich gehe jetzt mal von dem Klassiker aus, warum das nicht in Deutschland vertrieben werden darf oder warum viele Spiele in Deutschland nicht vertrieben werden dürfen, ist für mich von der Begründung her ein bisschen, ja, doof, sagen wir es mal so. Leider ist es ja so, ich habe das irgendwann schon mal angesprochen, dass Videospiele in Deutschland
Kunst oder generell nicht als Kunst anerkannt sind. Was ich ein bisschen schade finde, denn vor allen Dingen, wenn man sich einige Projekte mal angucken oder anguckt, nehmen wir mal als Beispiel einfach Flowers oder Hohokuum. Kann man da auch wunderbar in dem Zusammenhang nennen. Das ist für mich schon künstlerisch, was dort gestaltet wurde. Ne, vor allem die Art und Weise, wie es gestaltet wird, das hat schon was Künstlerisches. Und weshalb da dann eben Videospiele eben nicht als Kunst anerkannt werden, ist mir ein Rätsel. Filme, seien sie noch so bescheuert, Stichwort Uwe Boll, werden nach wie vor als Kunst anerkannt. Und ist für mich nicht nachvollziehbar, warum es bei Videospielen dann nicht genauso gemacht wird. Ne, weil dann hätten wir nicht das Problem, dass zum Beispiel Videospiele wie Wolfenstein 3D indiziert werden, aufgrund der verfassungswidrigen Symbole. Ne, denn in Filmen, weil Filme als Kunst angesehen werden, dürfen die ja gezeigt werden. Sofern sie eben, oder weil sie eben, zum Beispiel historische Begebenheiten widerspiegeln und so weiter. Ja, und historische Korrektheit soll halt bestehen bleiben und deswegen ist es dort eben so, dass es kein Problem ist, wenn dort Hakenkreuze zu sehen sind. Nur bei Videospielen, da kackt man sich ein. Finde ich ein bisschen lächerlich. Aber nun ja, es ist nun mal so. It is like this. Und das ist Piss. So, jetzt machen wir erstmal weiter hier. Genug darüber reflektiert, warum solche Spiele indiziert werden. Und warum das Kacke ist, dass das Kacke ist. Das wissen wir Gamer alle. Denn es sind ja immer die besten Spiele, die indiziert werden. Ne? Ist ja nicht nur Wolfenstein. Ist ja auch zum Beispiel Dying Light. Meine, ich hab's mir nicht geholt, aber ich finde, es ist schon ein interessantes Spiel. Ich habe es mir halt nicht geholt, weil ich irgendwie bin jetzt nicht so auf dem Zombie-Trip. Und konnte, ach, hier ist der Ausgang. Und konnte deswegen doch auch ganz gut auf Dying Light verzichten. Aber es gilt halt als gutes Spiel. Abgesehen davon ist es ja sowieso so, wenn die Sachen in Anführungsstrichen verboten sind, sind sie erst recht interessant. Das heißt, dann kaufen sich die Leute das erst recht. Vor allen Dingen die Jüngeren kaufen sich's dann erst recht. So, wir gehen noch nicht durch den Ausgang raus. Hier erstmal noch ein bisschen weiter, denn es gab ja noch ein bisschen was. Habe ich da oben irgendwas vergessen? Ja, ich habe da oben auch noch was vergessen, sehe ich gerade. Das latschen wir auch noch schnell ab. Ich muss da vorne. Warte mal, hier rechts. Dann da rechts und hoch und rechts in den Gang rein. Okay. Siehst du, hier haben wir noch eine ganze Menge vergessen, sehe ich gerade. Fette Wumme. Geil. Das können wir zwar wieder nur schleichen. Warte mal. Ah, nee, ich kann nicht aufwachen. Denn es gibt ja noch eine Verbesserung, die man sich holen kann, wenn man 200
Feinde mit dem Ding hier platt gemacht hat. Ich wollte gucken, ob die, die hier drin sind, auch zählen. Wir latschen. Ich schmeiß das. Das bringt mir nichts, das Teil hier zu behalten. Das ist Blödsinn. Ich habe auch keinen Bock, hier die ganze Zeit durch die Gegend zu schleichen, weil das Ding so schwer ist und ich damit nicht sprinten kann. Deswegen lasse ich das blöde Ding jetzt einfach liegen. So schön das auch ist, mit so einem fetten Ding große Löcher zu machen. In fiese, fiese Nazis. Oh, ein bisschen Munition aufheben hier. Es dauert zu lange, mit dem Ding hier durch die Gegend zu rennen. Da ist kein Raum drin, aber auf der Seite ist ein Raum drin. Wo war denn jetzt hier nochmal der Eingang? Ah, hier unten. Und es bringt mir mal gar nichts, hier reinzugehen. Habe ich die andere Waffe? Ja, ich habe auch das Maschinengewehr. Sehr schön. Gut, ansonsten ist hier in diesen Räumlichkeiten nichts mehr. Ich kann hier auch durch den Flur gehen. Ansonsten in dem anderen Raum ist nichts. So, dann gehen wir wieder weiter. Wo gehen wir denn durch? Wo der Ausgang ist, wissen wir jetzt. Wir müssen eh hier unten rum. Ich und meine Orientierung, ey. Orientierung wie eine Bockwurst. Und jetzt rechts runter. Genau. Wah! Bin ich hier unten, bin ich gerade. Ich gucke nur, ob hier vielleicht ein Geheimgang ist oder so. Glaube ich jetzt nicht so ganz dran. Hier in der Mitte ist halt bloß dieser olle. Aber hier könnte ein kleiner Geheimraum sein. Nö, aber es sieht nicht so aus, als ob hier einer ist. Nö, da ist nix. Dann gehen wir wieder raus und gehen rechts. Vielleicht ist ja hier noch was. Nö. So, dann sieht es so. Ach nee, da hinten ist auch noch was. Wir haben da hinten eine ganze Menge vergessen. Das gucken wir uns auch noch an. So viel Zeit muss sein, Freunde. Wir haben zwar schon den Schlüssel und auch den Ausgang. Und ich bin falsch. Ich wollte hier lang. Wir haben zwar schon den Schlüssel und den Ausgang gefunden. Aber wer weiß, was uns noch erwartet. So, da unten musste ich lang. Genau, hier hinten war ich nämlich noch nicht drin. Ein Geheimgang. Aber toll. Ein Raum mit ein paar Fässern und ein bisschen Futter. Na super. So, jetzt haben wir aber wirklich alles entdeckt.
Zumindest bin ich mir da ziemlich sicher. Dann gehen wir jetzt zum Ausgang. Hier mussten. Ja, genau, dann unten hier rein. Nee, andersrum. Ist das jetzt richtig? Ja. Und das sind wir dann auch schon am Ausgang. Ich sage hier jetzt danke fürs Reinschauen, viel Spaß beim Kommentieren, Teilen, Liken. Hoffe, ihr seid bei den nächsten Folgen auch wieder dabei. Vergesst das Abonnieren nicht. Bis zum nächsten Mal. Ich verabscheue mich.